Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday, mit dabei der Venom. Nein, nein. Das Gears-Team ist zurück und wir sind letztens hier stehen geblieben. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Und ich will vorher nochmal erwähnen, dass mein Ton leider nicht so gut ist. Aber ja, müssen wir halt durch. Weil Xbox ist halt nicht so meine privilegierte Konsole. Und da muss ich ja damit klarkommen, was ich habe. So. Wir sollen jetzt den Generatorsaft geben. Das werden wir dann doch jetzt mal machen, ne? Ist aber schön, dass ich mich mal bewegen kann hier. Wieso? Kannst du dich noch nicht bewegen oder was? Nee, aber gestern dann nicht. Ja, Impuls! An der einen Stelle. So wird's klappen. Achso. Wo ich am Boden fällt hab. Jungspunde, schock den Generator, sonst kann ich die Tür nicht öffnen. Ja, ja, mach mal jetzt. Hör hier mal nicht so rum. Was muss er jetzt Jack machen, gell? So eine Dings haben wir ausgewählt, ja. Ist ja mit Schockfalle, oder? Können wir irgendwas upgraden? Mhm. Warte mal, wir können Tarnung und Gesundheit upgraden. Mach mal Gesundheit. Ach, verdammt. Jack, Schockfalle. Danke, Jack. Gehen wir. Let's go. Schwäch, wir sind hier, was brauchst du? Eine Gruppe ist eingekesselt, Chief, bei der Werkstatt! Jungspunde, sie brauchen uns! Warte, ich stecke in Schwierigkeiten! Oh, ich hab einen Pfeil bekommen. Aua, ich bin tot. Weg, hilf uns! Verbeugen! Danke dafür. Verrückung! Beseitigt! Danke, Mann. Hol dir was. Ach, sag mal. Was geht denn ab? Bin down. Schade. Und beseitigt! Check! Impuls! Was hast du? Gut. Und rechts da und diese Art WLAN sind wohl. Leide! Bindung. Warte! Ich steck in Schwierigkeiten! Genau, tot. Oscar, Hilfe! Warte mal, kann sein, dass ich gleich mal kurz weg bin? Vielleicht das Internet gerade bin ich richtig drin. Hat jetzt beide erlegt. Hallo, bin ich noch da? Hallo, ja. Ich höre dich. Wir sind hier, was brauchst du? Eine Gruppe ist eingekesselt, Chief, bei der Werkstatt! Jungspunde, sie brauchen uns! Gesehen! Feind ausgeschaltet!
eingeschaltet. Brauch mal Hilfe. Das hätte mich fast umgehauen. Impuls! Ich brauche Hilfe! Nein, das ist der komische Pfeil, der ich gestorben hat. Chor! Geh zur Werkstatt! Bleib bloß unten! Bedauern. Komm schon, Greg! Weg mit deinem scheiß Pfeil. Eine Mensch! Oh, ey. Jetzt ist auch nicht so schnell gestorben, sag mal. Steh auf, Kate. Unbedingt. Runter! Ziel abgeschaltet. Das ist für mich. Wir müssen helfen! Wir müssen gar nichts. Bei mir läuft es auch irgendwie nicht so richtig. Aber ich habe auch gestern bei manchen anderen gesehen, dass bei denen auch nicht so richtig lief alles. Jack, Impuls! Elend! Dazu. Kate, sie halten nicht mehr lange durch! Nur mal hin. Durch die Tür. Kommst du? Wir sind hier. Was braucht ihr? Wir haben einen Silverback. Aber der Einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Ich übernehme das. Hier kommt die verdammte Kavallerie. Was denn jetzt? Yeah! Kleine Alter. Schütze. Alter. Räum mal auf hier. Da sind Klassen! Mach sie fertig mit dem Ding! Bei dir ist das Spiel aber flüssig, oder? Naja, manchmal werde ich so ein Stück zurückgesetzt. Okay. Wie gesagt, die Server sind noch nicht so richtig. Alles klar, Werkstatt gesichert. Das Ding auch mal.
Okay, Krankenstation gesichert. Du hast Ballen. Lass jetzt nicht nach. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber danke, Chor. Corporal Davis, Lieutenant Baker. Was für ein unschöner Tag heute. Der Konvoi ist hier, aber er steht vor dem Haupttor unter starkem Beschuss. Sind unterwegs. Noch ein Schwarm. Wir können dem Konvoi erst helfen, wenn das Dorf sauber ist. Eine Maschine gibt man nicht mehr. Nee, musst du aussteigen. Okay. Allerdings alle verbleibenden Gegner. Schon da irgendwas zu finden, ja? Nicht so weit. Oh nein. Oh nein. Oh nein, wir laufen gar nicht. Oh, jetzt kann ich nochmal. Ach, das hat einen stationären Modus auch. Gib mir die Mini aus, ja. Ach, der stationäre Modus ist ein Raketenwerfer, ja, okay. Natürlich. Sonst. Muni. Und hier ist der RL4 Salvenwerfer. Nehmen wir mal mit. Platsch. Gehen wir raus und helfen dem Konvoi. Ah, das Ding ist trotzdem gleich kaputt. Ja, es sieht auch nicht mehr so fit aus. Du dich bewegst damit, ey. Geht so lang? Ja, Haupttor. Wie denn da hoch? Ah, ja. Hier durch, denke ich mal. Ja. Gehen wir doch mal hier lang. Wollt ihr dem Konvoi jetzt mal helfen? Komm schon, ja, wir müssen da raus. Nimm meine Waffe. Da geht links, weißt du?
Nochmal. 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 Jetzt habe ich zwei Keulen. Der ganz große, der reinkommt. Der große greift gerade den Onkel an. Nein! Kate! Schau nicht hin! Das willst du nicht sehen. Es tut mir leid. Kate. Es tut mir leid. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey, mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Aber bist du für ein Streamer? Seit Monaten habe ich diese Träume. Hm. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit dir. Ich dass das JD ist, oder? Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Ich hab's gerade da ausgelesen. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Sind nicht Jack. 6 Monate vergangen, hat sich ganz schön stark verändert, ne? Scheiß auf deinen Befehl! Es geht nicht um dich, sondern um mich. 4 Monate. Ich muss das in Ordnung bringen. Das ist komplett anders da, ist der Junge. Ja. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden, das ja, weiß sie ich. Würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Nur noch wir beide. Was ist hier überhaupt drin? Ein schneller Ausweg aus diesem Drecksloch. Hey, wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wir müssen ja nicht sofort los. Müssen wir doch. Okay, dann brauchen wir Licht. Das ist immer noch so komisch. Warte mal, ich geh mal kurz raus und dort machen wir hier Netzwerktest und so. Oh. Muss ich auch
wieder rausgehen. Oder konntest du mit beidrehen? Nee, gell? Nee, da haben wir noch nicht genug Real. Ja, stimmt. Ja, dann muss ich auch nochmal raus. Dann müssen wir nochmal kurz auf Venom warten. Dann gehen wir nochmal zurück ins Menü. Ja. Xbox halt, ne? Mit dieser leider keine Ping oder so, gell? Nope. Gucken wir mal hier noch ein bisschen rum, was hier so gibt. Ist jetzt nochmal ein Test gemacht oder was? Probieren wir es noch einmal. Soll deinen Tester geben? 70 Download und 6 oder so Upload. Okay. Ich hab nochmal alles richtig reingesteckt. Man sieht aber hier irgendwie nichts mit Verbindung oder so. Ein bisschen doof gemacht. Oh, mal gucken. Dann let's go. Ja, wir sind nicht die einzigen, die betroffen sind von diesen etwas laggy Servern. Müssen sie aber noch fixen, weil das Spiel hat ja am Dienstag Release, ne? Nur die Ultimate Edition hat Pre-Release. Naja, ich meine, der Spiel ist in einem Jahr nach Release noch nicht richtig bugfrei. Das stimmt allerdings. Nur Dienstag werden dann mehr Leute das Spiel spielen wollen. Wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wir müssen ja nicht sofort. Jetzt sowieso noch kein Symbol. Jetzt ist wieder alles okay. Dann brauchen wir Licht. Na gut, dann einmal Nates. Muni. Ich glaube, wir kriegen gleich unser Fahrzeug. Hier. Ui. Wo ist der Schalter? Kein Plan, ich suche schon. Oh, eins gefunden. Hm. Jetzt habe ich ihn für Waffe.
Waffen dabei, den Bogen. Ne, den Bogen behalte ich, der ist geil. Ey, mir wurde Munition geklaut. Ach, hier liegt eine Chormarke. Da ist der Schalter. Kann man ja kaum übersehen. Eine Idee, wo der Lichtschalter ist? Ja, hier. Ich wusste, dass Onkel eins geht. Kannst du das fahren? Wow. Mehr oder weniger. Du fährst, also, ich bin hinten. Was? Alles klar. Marcus hat Jack gerade die Koordinaten einer Anlage im Norden übermittelt. Ich höre nicht richtig da. New Hope? New Hope? Klingt nett. Okay, wir sollten los. Es ist ein weiter Weg. Moment. Ich will hinten drauf. Hey, Bill. Hey, was? Danke fürs Kommen. Kein Ding. Ich hab... Also dieses Ping hier, wenn du das... ...zu dem Höhepunkt machst... ...kommt, hab ich keinen Sound. Bill, das dauert schon ewig. Sag mir, dass wir bald da sind. Laut Marcus' Koordinaten liegt New Hope in einem Tal vor uns. Aber ich fahr und du schießt, oder was? Wir sind bald da. Scheint so. Ja. Okay. Hast du immer noch keine Stimme, oder was? Ich höre gar nichts. Also auch kein Umgebungsgeräusche, kein gar nichts. Dann gehen wir nochmal raus. Boah, ey, das Spiel nervt. Joker hat auch einen Beta-Key bekommen zu Breakpoint. Hm. Ist dann später vielleicht auch dabei. Ja. Ladebildschirm ins Menü finde ich echt lange. Ich bin gar nicht im Menü. Oh, du bist ja schon, du bist ja noch drin. In der Lobby. Jetzt war er wieder rausgekickt. In die Wildnis. Jede von Jacks Fähigkeiten hat ein ultimatives Upgrade, das durch Absolvieren einer speziellen Nebenmission freigeschaltet wird. Oh, jetzt habe ich den. Zumindest die Umgebungsgeräusche habe ich. Bill, das dauert schon ewig. Oh, die Sag mir, dass wir bald da sind. Laut Marcus' Koordinaten liegt New Hope in einem Tal vor uns. Wir sind bald da. Ich hätte gedacht, dass du fährst. Aber naja, ich fahr. Du bist toll. Du hast schon länger nichts gesagt. Wie geht's dir? Also, die gute Nachricht ist, langsam habe ich die Sache hier raus. Was eine ganz nette Ablenkung ist. Hör mal, ich komm klar. Ist nur schwer zu verkraften, dass Onkel weg ist. Ja, ist es. So, gehen wir einfach dran, oder? Danke übrigens, dass du gefragt hast, wie es mir geht. Keine Ahnung. Danke fürs Fahren. Ist es echt so anstrengend? Auf jeden Fall. Hey, tut mir leid, wie JD dich vorhin im Dorf behandelt hat. Er ist einfach... Bill, du bist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss.
Jo, stopp, stopp! Vor uns ist ein Tor! Und für mich sieht dieser Wall auch ziemlich neu aus. Definitiv die neue Chor. Na schön, gehen wir drumherum und versuchen es zu öffnen. Schon klar. JD hat dir was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Schließen kann man gar nicht. Du hast uns dein Geheimnis erzählt. Er nicht. Ja. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Stimmt. Sieht ja aus wie so ein Fernglas, Fernrohr. Okay, könntest du recht haben. Steht sogar da die Meterzahl, wenn du markierst. Okay, interessant. Aufmachen. Muss bestimmt da was noch rum, wo ich gerade lang laufe. Hey, vor uns ist was, aber nicht das, wonach wir suchen. Markus' Koordinaten liegen im Nordosten. Echt hübsch aus, das Spiel, schon mal erwähnt. Wir müssen nur das Gift freikriegen. Weißt du, was mich am meisten... Hey, da ist was Rotes. Wie JD mit Farce auf Kumpel macht. Wann ist denn das passiert? Hier ist Logo. Hat sie monatelang zusammen auf Mission geschickt. Was hast du erwartet? Ein Forza-Relikt? Suchen wir einen Weg, die Tür zu öffnen. Diese große Kriegerwaffe verursacht enormen Schaden, hat aber eine langsame Feuerrate. Jack, entriegele die Tür. Na, das war mein Bogen mal hier. Siehst du das? Jack lädt eine Karte der Gegend runter. Das sollte helfen. Okay, warte. Los geht's. Ah ja, natürlich. Und jetzt zu diesem Tor. Das ist ja das Neue an Gears 5. Die Level haben mehr oder weniger eine Art Open World, aber auch nicht zu groß. Ein Magnetschloss, kein Ding für Jack. Und ja, es gibt auch Nebenmissionen. Und dann wolltest du wohl hier nicht? Kannst du nicht aufschauen. Komm mal davor. Das war... Frag mal, wo zu die Waffe ich da lag. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Hey, wow. Wir sollten auf dem Skiff ein paar Waffen verstauen. Kein Zeit aufzubauen. Für den Notfall. Das ist ja cool. Um dich kümmere ich mich später. Dann nehme ich das eine Ding noch mit. Warte mal. Das ist dann schon hier. Nehmen wir die hier. Oder wir nehmen die mit. Das ist für mich. Die sind stark, die Schrot. Ich drück jedes Mal die Taste. Y. Ist kein Waffenwechsel. Ja. Ich fahr. New Hope. Wir kommen. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. JD und Siedlung 2. Ob Marcus es wusste? Was er getan hat? Ja. Ich denke schon. Du hast meine Reaktion gesehen. Hab ich. Warte mal, drück mal an. Also kann ich dort stecken. Wegpunkt und jetzt so. Marcus, zurück in New Ephira? Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Sieht echt nice aus hier. Woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getarnt als Jameson Frachtdepot. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise, geht klar. Warte mal, was zu dem Haus hier? Da wurde es markiert, das Bote. Hier keine Markierung. Geradeaus jetzt. Da rechts sind wir uns lang. Also, wo du das getriggert ist. Sehe ich die Markierung? Die ist so bescheuert. Ne, die ist echt bescheuert. Ja, hier ist ein Schien. Sag mal, links, rechts, wohin? Ja. Das Haus, was du gerade meinst.
Na klar, geradeaus, da war ich noch zurück ein Stück. Was war ja auch das da? Alter, ich brauch das, die Markierung nicht sieht. Nee. Hier liegt doch schon mal was. Das. Oh! Echt nett, wenn man auf Bruchboden steht. Fünf haben wir. Dann müssen wir doch mal was machen. Longshot liegt. Warnung, Gesundheit. Machen wir mal Schockfälle. Ja, das sind stärkere Waffen. Bauen gelegt. Wer hier gelebt hat, ist längst weg. Oben im Kompass markiert, weil wenn, dann sehe ich ihn nicht. Das kann nicht los sein. Guck mal, jetzt runter. Geh doch. Dann ist vielleicht besser, wenn du fährst, ne? Ich navigiere, du fährst. Ich mach's einfach mit Markierung. Ja, siehst du die? Ach. Die rote oben, da ist in 400 Metern. 350. Ja. 300. Ein falsches Frachtboot. Ja, die sehe ich auch nicht. Mitten im Nirgendwo. Wegen meiner Aufnahme. Was ist hier los? Nee, brauchst du nicht vorne. Ich mal einfach so markieren. Hoffentlich nicht mehr lange. Besorgen wir die Antworten. Okay. Kabel. Ah, warte mal, hier ist ein Fragezeichen. Irgendwo in der Richtung. Na links. Jetzt kommt links von uns so ein Fragezeichen angezeigt. Ach, genau das meine ich. Oben im Kompass. Ah, ja, den sehe ich damit. Hier sind wir direkt. Okay. X gedrückt halt. Ach, Markus meinte doch, wir sollen Gleise suchen. Tja, hier ist schon mal ein Tunnel. Ja, aber das sind nicht Markus' Koordinaten. Wir könnten trotzdem hin. X gedrückt halt. Macht doch nicht. Denk dran, X ist Viereck. Ach, was? Ja. Ach Gott, dieses Spiel. Baue ich mir vor. Jetzt geht's. Schreibst du mal an der Wand oder so? Ja. Retro-Lenzer. Nope, hier geht's nicht rein. Hier geht's rein. Ich sehe hier gar nichts. Jack, beleuchte den Weg. Militärzüge. Die einzige Operation in der Gegend war Hohlmassensturm. Der unterirdische Angriff auf die Locust. Dann ist vielleicht was Brauchbares in den Zügen. Hohlmassensturm, Sekundärmission. Hast du Waffe jetzt mitgenommen, oder? Na, die Lacke. Mal sehen, was in dem Waggon. Oh. Oh, Scheiße. Kate, wir sind nicht allein! Träger! Hier ist nicht viel Bewegungsspielraum! Bring! Yeah, das wird klappen. Kate, versuch's mal mit allem! Jetzt ganz schnell eng für den Kampf.
Trägerschirm. Heilige Scheiße. Notiz an mich. Dunkle Tunnel sind vielleicht keine so gute Idee. Mal sehen, was in dem Waggon ist. Vielleicht lohnt sich das Ganze. Sammlerstück. Abgeschlossen. Habe Notizen eines Core-Technikers gefunden. Irgendwas über Grindlift-Kühlsysteme. Die haben die Grindlifte von Sturmbohrern in der Nähe gestartet. Also wenn wir ein Kühltechnikteil finden würden, könnten wir es vermutlich mit Jack vertragen. Und sein Blitz mit Eis versehen. Das überlasse ich dir. Dieser Tunnel ist abgekrast. Dann gehen wir zurück zum Skiff. Oh, alle Munition nehme ich noch mit. Nee, komm, hier oben irgendwo. Ja. Kate, hier kommen wir raus. Komm her, ich helfe dir hoch. Tja, das war interessant. Wie stehen die Chancen, dass New Hope genauso interessant ist? Ganz gut, würde ich sagen. Eigentlich markiert den C-Punkt, aber glaub's. Was ist denn? Hast du den C-Punkt? Ja, meinen müssen. Ja, der C-Punkt ist jetzt sowieso markiert. Das ist ja eben der IB. Glaub ich. Eben. Hey Kate, die Koordinaten sind hinter der Schneise. Wir sollten das Ding parken. Hier ist es. Bist du sicher? Mein... ja. Sollte direkt in dem Wald sein. Gehen wir doch mal in diesen Wald. Warte. Zwei Zelten. Das ist ein Non-Con-Lager. Sekundärmission. So weit im Norden? Meinst du, sie sind aus Oskarsdorf? Vielleicht. Hm. Wo sie wohl hin sind? Sie waren aus Onkelsdorf. Lina und Norsko. Laut diesem Tagebuch wurde ihr neues Lager zerstört, also liefen sie hierher. Und wurden erneut angegriffen. Oh, lass mal das. Wir sollten sie suchen. Und von Onkel erzählen. Sehr einladende Höhle. Anscheinend geht's abwärts. Wow, dafür haben sie 600 Sequenz eingebaut. Oh, sieht echt schön aus hier. Marcus, hier ist keine Einrichtung. Hier gibt's nur Urwald. Glaubt mir, sie ist da. Ist eigentlich jetzt so das neue Ding, oder? Alle Ministerpräsidenten wussten es und haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Monster haben da jetzt eine echte Tür. Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Standard. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. In Ecken gucken, ob man hier noch irgendwas Schönes findet. Nicht wirklich. Oh, echt schick. Das Eis sieht cool aus an den Bäumen. Ist es gerade ein bisschen ruhig, finde ich. Nein. Du hast das Spiel verlassen. Boah, dieses Spiel macht mich echt fertig. Ich gehe nochmal ins Hauptmenü zurück. Ja, langsam. Ja, ich denke mal, die haben noch Probleme.
Vielleicht haben sich auch alle Leute nur die Ultimate Edition geholt und überlassen gerade den Server. Ich meine, immerhin, durch Game Pass Ultimate kriegst du das Spiel immer kostenlos, ne? Ah ja, alle guten Dinge sind drei. Vor allen Dingen einfach ohne Grund fliegt er raus, gell? Lobby wird erstellt. Aber wir haben 60 Ehre jetzt. Ehre. Neu. No. 50 Download und 5,48 Upload Latenz 28 Millisekunden. Ich weiß nicht, warum ich da was liege. Ich dachte, die Server sind. Nicht die einzigen, die Probleme haben. Rocket Bean zum Beispiel, der gestern auch gestreamt und die hatten auch ein paar Probleme. Das auf PC. Bleibst. Da ist er. Ladebildschirm-Simulator 2019. Finden Sie die New Hope Anlage. Auf mal, du so komisch hinläufst. Nee, ich hab wohl jetzt nicht mehr. Alles gut. Warum fliegst du? Markus, hier ist keine Einrichtung. Hier gibt's nur Urwald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Jin von diesem Ort? Alle Ministerpräsidenten wussten es und haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Geheimnisse, was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. Ab durch den Busch. Kate, der Sturm kommt näher. Was du nicht sagst. Na. Noch ein Chorsiegel. Das muss der richtige Ort sein. Warte mal, ich lass mal hier hoch. Geht das hier hoch? Nee. Schade. Ich will mal in den Sturm reinrennen. Sieht so einladend aus. Hier lang. Du bist alleine losgezogen. Los geht's. Hier sind die Wiener. Hallo. Egal. Wer kann dir noch trauen? Die hat mich gerade voll geflaumt. Suchen wir einen Weg hier raus. Okay. Der Junge, JD. Kann dir. Alles voll. Nimm weniger Pilz hier. Kaps. Nun kommt's, Koa, Schwarm. Wir waren als Einzige noch nicht hier. Nette Waffe. Wir haben da vorne was. Sehen wir es uns an.
Jameson Defoe. Hier lang! Ja. Oh shit! Achtung! Da kommt Eis! Pass mit rein. Kate, Del, eins noch. Wenn ihr drin seid, werdet ihr Sachen herausfinden, die echt unten sind. Marcus, wir verlieren dich! Das ist der Sturm! Geh weiter! Wir müssen New Hope finden! Na los, hier hoch! Nehmen, der Wind fliegt alles weg. Aua. Nee, der Schiff kann trotzdem nicht mehr. Keine Ahnung, irgendjemand hat mich gerettet. Dann geh rein, los! Und Jack war übelst weit weg. Jack war übelst weit weg. Das war's nicht. Hab ich gesehen. Egal, ich lebe. Gut ist. Lauf zum Hauptgebäude! Hilf mir beim Öffnen! Schreit doch nicht so. Komm schon, Jack! Wir sind jetzt drin. Im Hauptgebäude, glaube ich. Also gut, ihr sucht nach einem Biogenetiklabor. Der Eingang ist ein langer Flur, an dessen Ende sich eine runde Tür befindet. Verstanden. Fettmunition. Wir melden uns, wenn wir es finden. Ja, stimmt. Ja, Toilette. Spiegel, wo man sich nicht sieht. Ah. Noch ein Chorsiegel. Die verbergen definitiv was. Ich war voll Leute. Hey Kate, ich hab einen Weg gefunden. Ich bin da. Hörst du das? Ja, wir sind hier nicht allein. Keine Sorge, das wird schon. Hätte mich auch gewundert. Nehme ich an. So ein Empfangskomitee. Jack, Impuls! Marcus, wir haben deine runde Tür gefunden. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hatte ich ganz vergessen. Und was jetzt? Okay, sucht einen anderen Weg rein. Das Labor ist voller Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Stasis-Tanks.
Verstanden. Hey. Kommen wir es mal draußen. Wie ging das? Warte mal. Oh nein. Wir haben womöglich ein Problem. Das haben wir definitiv. Das ist so anders. Aufseher! Das ist doch sowieso. Am Kopf. Ach ja. Gib mal eine Granate. Hey. Das ist weg. Ach so, wenn der Kampf vorbei ist, wird es automatisch wiederbelebt. Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet, dass die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen. Scheiße. Finden ja, wir, genau. Was wir suchen und verschwinden dann. Ist klar. Oh, ganz vergessen, wie schwer die Dinger sind. Mein Umschuld keine Munition, Man muss wenig Munition von den Dingen, Munition, aber keine Explosionsmunition. Aber einen Schnellnamen gefunden für die. Bin voll. Ich hab hier was. Hilf mir beim Heben. Dadurch, Kleiner. Ach, jetzt. Okay. Du auch. Was ist auf deinem Rücken? Ja, aber die Lenze wirklich schon. Definitiv keine Stasi-Tanks. Aber was zur Hölle? Ich dachte, er hebt ja auf jeden Fall schwer. Das ist klar. Warte. Ich glaube, wir müssen Dings benutzen. Altreisen. Oh. Schalten wir es aus. Leise. Erledigt. Klasse. Was machen die hier? Stehen die einfach mal irgendwo im Nirgendwo. Na, die sollten die andere beschützen. Ah, und die da vorne. Wie viele Diebis hat Jin hier überhaupt stationiert? Ich glaube, an denen da vorne kommst du nicht schleichen dran. Das bezweifle ich irgendwie. Ist das hier da irgendwo lang? Nee, hier ist zu. Dann heißt es wohl kämpfen. Aber warte mal, ich hab hier ein Dings. Entdeckt! Feuer eröffnet! Was dann mit dem Schleichen? Easy. Schießt du, komm noch an. Das ist natürlich. Noch vor mir stehen Vierer. Ich weiß. Ich gehe ja rechts rum. Alter, sind das viele. Ziel ausgeschaltet. Oh, mit der Keule, das hätte ich gerne. Ja, die hat gleich im Arsch. Ist die kaputt oder was? Okay. Die Luft ist rein. Aber Vorsicht, hier sind noch mehr Gas-Ex. Fast so, als wollte uns jemand aufhalten. Okay.
Aber wäre auch dann so OP, wenn die nicht kaputt gehen würde, ne? Naja. Granaten. Jack, bring! Jetzt mal nehmen können. Bist du faul? Ich wollte eigentlich die Waffe da haben. Del, der Flur hinter dem Gas. Die schwere Waffe, die da liegt. Ja, dann hol sie dir doch. Ja, dann nimmt der Kommand, also der Befehl kommt nicht. Ja, meinst du? Ah, ich komme aber nicht. Lauf doch mal links! Oh Mann, ich bin getroffen! Da ist links auch ein Ausgang, gell, das ist so irgendwo. Ach so. Dann habe ich in dem Kreis nicht gesehen jetzt. Schnell. Hab's. Ey, mit dem fetten Wumm wieder rumlaufen. Okay, geh zur anderen Seite. Schade, ich hab keine Munition für die Keule. Haha. Shit. Mehr von diesen Alteisen. Hier sind könnte sich wieder aufnehmen zu dieser Wanderbalken. Lass mal hier gucken. Warte mal. Hey, hier geblieben. Was für eine Schau! Ja, hier brauchst du mal. Ich bin hier. Ah, ja. Wo das Vieh hin ist! Stimmt gleich wieder. Beladung Egel! Achtung! Sie ist zurück! Wir sehen nämlich die Scheißvorstellung. Hast du genug Munition für deinen Lancer? Ich hab keinen Lancer mehr. Ich hab nur noch die Sniper und die Keule. Eine neue Waffe nehmen, hä? Ja, aber auf die Vorstellung habe ich keine Lust. Hier liegt eine Knäscher. Da kommt sehr gut. Sie klemmt. Del, hilf mir beim Aufmachen. Nicht kannst du. Genau. Hier liegt Speed. Kampfleistung bist du. Das fühlt er sich übel an. Jetzt zum Kern. Jack, mach mal Licht. Hey, Kinder, wie läuft's denn so? Klasse Timing, Marcus. Zwar weder Labor noch Stase-Tanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe.
Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Immersionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Halt, was? Wie kann er noch leben? Jack, komm mal her. Er hat sich als Lappen. KI-Konstrukt verewigt. Nee, ich hab den mal kurz gebraucht hier. Und Niles. Könnte man jetzt das Ding hier aufmachen? Hier ist doch nicht mal was. Sehr nervig. Marcus, wusste die Core, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt. Ich glaube, ich habe die richtige Tür aufgemacht gehabt, um was zu finden. Zeug habe ich der Core nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Glaube ich auch. Bitte. Leichenhalle. Nein, Lepo. Leichenhalle, hier liegen Leichen. Das sind missglückte Experimente. Wow. Unser Freund Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Das ist wahrscheinlich. Beobachtungsraum. Sie haben das Kind beobachtet. Das ist abscheulich. Das alles. Ja. Liegt eine Waffe. Kinder. Ein Retro-Lancer. Marcus, wer war dieser Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Okay. So. Inneneinrichtung kaputt. Ein Kontrollpunkt, ja, da weißt du, was er gleich kommt. Stasis Tanks. Marcus, hier ist das Labor. Gut, ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist denn? Nein, die nicht, vielleicht kaputt. Die frühen, zornigen Früchte von Niles Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Vielleicht kommt schießen. Toll. Ich lass das machen. Findet Niles. Er muss in der Nähe sein. Als ob hier noch ein Mensch irgendwo ist. Jetzt kommt wieder so ein Schwarm vorbeigeflogen. Nee, ich tue, hast du den mehr gebildet. Nein, in echt. Wenn sie Hallos hat, wird's bitte mal so rötlich. Das waren keine Hallos. Oh, hallo. So langsam glaube ich, dass dieser Niles kein netter Kerl war. Wow, das ist übel. Wir sollten weiter. Okay. Na los, ich will endlich dieses Arschloch Niles treffen. Ja, es scheint nicht so toll zu sein, der Branche. Also, schon eine Idee, was du den Kerl fragen wirst? Du weißt schon, wegen deiner Verbindung. Wahrscheinlich befrage ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Und dann? Und dann... Was hat das alles mit mir zu tun? Tja, das ist das große Geheimnis. Es geht noch tiefer. Abwechslungsreiche Gebiete hier okay, immer. Marcus. Wir sind da. Such einen Schalter, um seine KI zu aktivieren. Und dann
Setz die Aluhüte auf. Die Aluhüte. Die haben wir vergessen, wir müssen nochmal zurück. Ja, nee, ist klar. Marcus, das hat nicht geklappt, was... Hört ihr zu? Okay. Werden wir zuhören? Hört zu! Hört mir endlich zu! Das ist wirklich, Niles. Nach all den Jahren immer noch völlig irre. Jack, komm her und schnapp dir sämtliche Dateien. Oh, hallo. Wie unanständig. Hey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schrub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Ah, oh, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber in einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Mir aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Scheiße! Komm schon, Chef! Die letzte Reinigung. Hat sie begonnen? Darf ich auslöschen? Nein! Herr Chef, wir müssen los! Wie sagte doch jemand so schön? Gute Nacht! Ah ja. Marcus! Geh die Dinger kaputt. Hier füllt sich alles mit Gas. Da riecht hier raus, da! Weg hier! Warum geht's denn hier raus? Nach oben! Da! Oh, shit! Das ist übel! Nein! Hier lang nicht! Treppe! Nimm die Treppe! Bergauf! Lauf! 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 Hier lang! Sehr eklig. Ich hab's rennen gewonnen. Sag mir, dass Jack genug Daten von diesem Spinner hat! Los, über das Dach! Hey, da kommen Feinde! Bist du dir sicher mit diesem Dachplan? Rüber auf die andere Seite! Du hast dich tatsächlich da einen Weg bildet. Was ist denn? Ach, Scheiße! Schwarm! Erwischt, erwischt! Dann geh weiter! Die Stresssituation einmal, ey. Da, hier runter! Mit der ja, alles verpasst. Überraschung! Von Sniper. Also, komm ich zum Platz. Okay, durch das Gebäude zum Skiff. Ziel ausgeschaltet. Wir hatten es auch schon, wo ich da eingeklemmt war, wo du zu mir kommen musstest. Warte mal, kann man hier noch rein? Da hin oder her, weiter! Aber jetzt. Wenn du stirbst, bist du am Arsch, ne? Ja, das hat Sterben so an sich. Wir sind fast da! Haben bestimmt die Sübeltür verpasst. Oh ja. Denke ich mir auch. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. No Hope. Kein schöner Ort. Stimmt. Ich glaube, ich hatte genug für einen Tag.
Oder zwei. Oder für immer. Gehen wir zurück zum Skiff und sehen nach, ob wir eine Spur haben. Du warst ab und zu schon am Anfang gewesen. Ist mir jetzt gerade auf. Leute, seid ihr draußen? Ja. Hat Bert was mit den Daten anfangen können? Eine Menge. Kurz bevor der letzte Wissenschaftler New Hope verließ, hat ihm jemand eine Nachricht aus einem Labor aus Mont Kadar geschickt. Der ehemaligen Locust-Hochburg. Okay. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die sie passiert hat. Es ist ein Grund, warum wir dich dabei haben. Nicht mehr. Geh einfach raus und suche einen der Türme. Das und finden wir auch den Weg zurück. Okay, geht klar. Bei der nächsten Stufe werden auch Waffen und Munition angezeigt. Also Karte kannst du nur aufmachen, wenn du auf dem Fahrzeug bist. Willst du fahren oder was? Ich wollte mal die Karte öffnen, warte mal. Was haben wir da? Hier sind noch eins. Karte kannst du öffnen, wenn du nicht auf dem Fahrzeug bist. Nee, dann mache ich ja das Upgrade-System für. Nein, dann drückst du einfach mal LP. Achso, hab ich nicht gesehen. Na gut. Was sind aber diese schwarzen Punkte hier? Wie sind die? Keine Ahnung, was ist das? Siehst du die Markierung auf der Karte? Wo wir hinfahren. Sicherlich, ja. Okay, dann fahren wir mal dahin. Du fährst. Also, diese Funktürme. Wo finden wir die? Wir müssen weiter hoch. Wir sollten Richtung Osten fahren. Das Ding keine Bewaffnung, das stört mich irgendwie. Das Fahren ist ja auch nur zum Fahren da und nicht zum Kämpfen. Ich muss, glaube ich, hier beim Fahren nicht kämpfen. Haus hier. Ja, das ist Haus. Okay, na, dann können wir auch gleich zum Ziel gehen. Mehr wird hier nicht angezeigt im Moment. Ist ja nicht das einzige Gebiet, wo man fährt. Sicherheitstor? Wie viele verdammte Tore gibt es denn da draußen? Menge. Finden Sie einen Weg? Ja. Jack, kümmere dich um das Ding. Das ist die Ward 101. Nicht richtig. So viel dazu. Weißt du, man sollte die alte Chor für ihre Fortschritte bei großen Toren mehr würdigen. Wow. Oder sie wurden genug gewürdigt. Na los. Gehen wir rein und machen. Das ist mal ja nicht mit dem Fahrzeug durch kann. Naja, okay. Ah, wir sehen nicht groß rumfahren können. Alter. Longshot. Da kommen die nämlich immer mit. Ich hab drin fährt mit dem leeren Boomer rum. Boomer, Boomshot. Ich sehe oben nach. Shit, Kate! Oben sind Scharfschützen! Erledigen wir sie! Danach kümmern wir uns ums Tor! Hab ich gesehen. Aua. Ach komm, bin down. Ich hab gar nichts mehr gesehen wegen dem mir roten. Mir geht's nicht allzu gut. Impuls! Ja, Gott. Aber daneben.
hab ich erwischt. Alter. Helft mir hoch! Oh, eine Kugel habe ich gefunden, die auf jetzt Gewehr. Wahnsinn. Hallo? Erstmal los. Mir hoch! Das Kopfschritt-Team ist nervig. Ihr müsst mir hochhelfen! Hat nicht mehr viel Energie. Oh mein Schuss mit Helm. Einer weg. Also down. Impuls! Ziel ausgeschaltet! Weg mit dir, du Lappen. Okay. Wir haben alle erwischt. Kümmern wir uns jetzt um das Tor. Also, was meinst du, finden wir auf der anderen Seite von uns? Hoffentlich die Wahrheit. Na bitte, es geht auf! Okay, beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff. Außer du willst zu Fuß zu den Funktürmen laufen. Sorry, nee. Aber nein. Da muss ich passen. Ist gerade jetzt noch größer geworden, oder was? Ja, die wird jetzt noch größer. Alles klar. Ist ja. Es gibt noch ein anderes Gebiet. Wo kein Schnee ist. Hast du? Du hast das Spiel verlassen. Nö. Ach ja. Läuft. Die Woche müssen sie die Server auf jeden Fall noch richtig hinkriegen. Ich hoffe, dass dann bei Breaking Point. Ja, gut. Dass da die Server laufen. Ordentlich. Wie wird das erstellt, aber ganz schön lang. Ja, ich werde das Spiel mal kurz beenden und nochmal neu starten. Ich will nämlich gerade sagen, Um...
Ja, versuchen wir es noch einmal. Ups. Ich habe jetzt mal mein Dings verändert, was eigentlich total bescheuert ist. Was? Meine Anzeige für den Stream. Hm. Blöd, dass du den nicht wegmachen kannst. Nee, ich find's ja gar nicht so schlecht, das Ding. Du weißt ja, wie lange du streamst und so. Ja, und? Nur mehr Customize wäre ganz cool gewesen. Warte mal kurz. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich habe jetzt mal in die Mitte unten hingetan. Für all die, die nicht wissen, was ich meine, wenn man auf der Xbox auf Twitch streamt, dann hat man so ein, ja, langgezogenes Rechteck, was mir anzeigt, wie lange ich streame, wie viele Zuschauer, ob mein Headset an ist oder ob die Kamera läuft. Beziehungsweise Kinect, die ich ja nicht angeschlossen habe. Und man kann das halt per Twitch entscheiden, wo man es hintun will. Und ja, bis jetzt war nichts optimal. Ich hab jetzt hier komisches Ladebild schon. Und ein komisches Ladebild habe ich vorher noch nicht gehabt. Bist du im Menü? Jetzt. Ja, ich jetzt auch. Gott, ey. Hat man hier irgendwie... Nein, du hast keine Anzeige für die Verbindung. Nämlich. Vielleicht zocken gerade zu viele online und dabei ficken sie die Server oder so, ich weiß es doch nicht. Einladen. 70 Ehre haben wir, Bruder. Schnauze. Bereit drücken, weil das müsste man hier mal 9 Sekunden warten. So, jetzt kann ich ja wieder fahren, jetzt habe ich oben das, den Kompass wieder. Was denn passiert? Das hab ich auch gerade gefragt. Habt ihr mal ein Video geschickt? Ja, hab ich gerade gesehen. Und der F3 ist das passiert. Warum ist der abgehoben? Ich hab keine Ahnung. Ist da was drunter gekommen? Tier oder so? Ich hab keine Ahnung. Jetzt schießen sie auf den. What? Alter, was? Na, nochmal machen. Was denn das? Oh, ey. Ernst? Machen wir es nochmal, weil es so schön war. Easy. Ist das für mich? Ich geh hoch! Ach, Scheiße! Also, jetzt. Dell, Scharfschütze! Erledigen wir sie! Das Tor muss warten! Ich bleib jetzt mal hier unten ein bisschen. Na, schauen wir mal die Dinger hier rein. Impuls! Oben auf dem Dach, der könnte dich nerven. Ich seh den leider.
anders erwischt. Verwundet! Brauche Hilfe! Oha. Ist klauen? Das ist schlecht. Ich blute wie ein Schwein! Ich blute wie ein Schwein. Hier drin ist noch ein bisschen geschützt. Ich weiß noch nicht, ob man mal den Kinder geschätzt ist. Ja, ja, ist mal. Headshot. Jack, Impuls! Kommt der nicht hier rein, das Ding? Bleib doch mal stehen, auf den Stuhl. Er ist tot. Ich seh dich. Einer weniger. Impuls! Aua. Ich liebe diesen Lancer mit den drei Raketen. Warte, ich mach. Wow, das Eis abgeschossen. Wow. Okay, hast du's gesehen? Wir haben alle erwischt. Kümmern wir uns jetzt um das Tor. Toll, jetzt habe ich es unten hingesetzt, jetzt sehe ich natürlich den Untertitel nicht mehr so richtig. Aber es ist ja deutsch vertont, von daher. Also was meinst du, finden wir auf der anderen Seite? Zuschauer sehen den Untertitel. Hoffentlich, die Wahrheit. Sehr nur ich. Alter, Seite. Ach, verdammt. Jack, mach mal auf das Tor. Jack, Ding sieh mal, ob das Tor öffnet. Na bitte, es geht auf. The Mount Everest. Okay, beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff. Außer du willst. Boah, ich war da extra an der anderen Tür. Sorry, aber nein. Da muss ich passen. Natürlich, wenn es jetzt nicht deutsch vertont wäre, wäre es natürlich ein bisschen doof. Los jetzt. So soll das gehen. Sieh mal einer an! Da vorne ist ein Funkturm! Hoffentlich ist eine der New Hope-Nachrichten durchgegangen. Selbst wenn, brauchen wir die Überwachungsstation von zwei Türmen. Ich mal kurz nach links. Einer reicht nicht aus, wenn wir rausfinden wollen, von wem die Nachrichten kamen. Dann lass uns losgehen. Ich bin zwar nach rechts, aber ich will mal nach links fahren. Mann, warum hat der Oscar kein Schneemobil? Irgendwas mit ich mach mal Gesundheit von Jack hier. Ja. Ja, da brauchen wir noch 7 Punkte, dass Jack Truppenmitglieder wiederbeleben kann. Sind wir doch auch so schon, oder? Hey, ich sehe noch einen Funkturm! Der hätte mich schon mal wiederbelebt. Ja, vielleicht kannst du ihn dann befehlen, wenn ich down bin, dass er mich wiederbeleben kann. So, das kann sein. Okay, genau, ich schauen wir mal. Vielleicht gibt's da drin Kühltechnik. Dein Gebiet. Sollten die kleinen Nebenmissionen doch mitmachen, ja. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen es nicht mit, aber wenn es Spezialfähigkeiten gibt für Jack, sollte man die, glaube ich, machen. Nun komm. Ah ja, klar. Da sind überall welche. Gegner. Überrumpeln wir sie. Ja, komm ein bisschen näher. Ja, warte mal, so? Jetzt rüberspringen. So war das, genau. Sie folgen uns! Schalt sie aus! Alles klar. Ich hab das Torrage schon so vergessen. Kate! Ein Aufseher! Was ist ein Aufseher? Na, der mit den Fällen. Ich
weiß. Die Scharfschützen sind schlecht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich blute wie ein Schwein! Danke, Mann. Entschuldigung. Halber Weg. Schießt ihr noch auf mich? Ah, die sind überall Soldaten. Bin down. Boah, wo bist denn du jetzt? Ich wusste nicht, dass da hinten noch welche stehen. Oh, da finde ich mich. Alter. Ich hab's gesehen. Alter. Aufseher, fandest du das nicht etwas übertrieben? Die arme Kate. Da war nichts mehr übrig vom Kopf. Nun komm. Ah ja, klar. Aber irgendwann musste das ja mal im Kampfeinsatz kommen hier. Überrumpeln wir sie. Komm ein Stück zurück, ich kann dich sonst nicht nehmen. Ich bin nicht rüberrutscht. Der ist zu weit weg von dem Baum. Mach jetzt. Sie folgen uns! Schalt sie aus! Och, komm. Hey! Ein Aufseher! No, ja. Ach, hallo. Was passt hier schon da? Ey. Da ist einfach nicht keine weg. Ich bin mal kurz hinten in die Ecke. Oh, ich bleib hier hängen. Oh Mann, nur weil ich irgendwo hängen geblieben bin. Da. Oh, der will mich, der will mich. Danke. Wir müssen jetzt mal nicht anvisiert hat. Ich hab wenigstens jetzt schon mal die Scharfschützen ausgeschaltet. Meine Fresse sind die nervig. Lebst du noch? Noch, ja. Ich hol mir mal die anderen Scharfschützen da oben. Welche anderen Scharfschützen? Hier oben ist noch ein. Nahkampf, Junge. Weg mit dir. Bau schon mal stark. Feind abgeschaltet. Ich hab mir immer mitgebracht. Warte, hier, Kollege. Ja. Stehen bleiben. Granate ja, auf! Bitteschön. Granatenwurf! Erste Klasse! Also mit dem Roten haben sie ein bisschen übertrieben, finde ich. Granate raus! Kannst du seine Waffe nehmen? Nee. Die hält zu wenig aus. Blitz!
Dreck. Okay, alle erledigt. Suchen wir nach Kühltechnik. Gott, sind die nervig. Oh, Kühltechnik gefunden. Nee, Quintlift-Antriebskomponente. Das ist eine Art Bauteil. Tja, falls es wohl fehlt noch ein Teil. Cool, das ist ein Grindlift-Kühlsystem-Bauteil. Weißt du noch die Techniker-Notiz? Noch mehr davon und wir können Jack upgraden. Jack freut sich. Kate, spürst du es? Sie spürt es, ich weiß es. Okay, schnappt euch, was ihr braucht, bevor wir zum Skiff zurückkehren. Ja, nee. Egal, sehen wir Muni. Kannst du dir holen lassen. Da, kommst du? Stimmt. Das ist ein wichtiges Detail. Dieser Schneenebel nervt hier. Schneenebel. Okay. So, was haben wir hier? Dann fahren wir jetzt mal. Hast du schon was anderes markiert? Ich hab gar nichts markiert. Na gut. Fahren wir mal da rein. Tom Nord. Wenn hier wirklich noch ein funktionierender Turm ist, will ich ihn mir ansehen. Sicher, dass du nicht erst zum anderen willst? Brauchen wir nicht Daten aus zwei Türmen? Dann können wir auch hier anfangen. Oh, das ist, Haupt. Nee, lass mal noch nicht hier hin. Das Haupt. Also eine von den zwei Haupt. Hm. Fahr doch, fahr doch. Kann ich nicht, wenn du nicht da bist. Ich weiß. Hier ich mal. Sieht man doch schon was. Da drüben! Kondor-Wrack! Marcus, weißt du was von einem Kondor-Absturz hier draußen? Allerdings, die Sturmfronten haben letztens welche runtergeholt. Haben sicher nützlichen Scheiß an Bord. Okay, klar. Sehen wir es uns an. Was ist das? Okay. Hey, zum Rest des Wracks muss es hier rangehen. Ist ein bisschen... Quatsch. Auch nicht bei so einem Mannsweib. Wo ist das ein Mannsweib, Alter? Kate, intakt. Was war das jetzt? Ich war noch in dem Spalt drinnen, aber werde ich zu dir teleportiert. Das ist doch kein Mannsweib, Alter. Bürger, runter mit der Waffe! Warum greift er an? Er wurde nicht übernommen. Ja, hat wohl die Verbindung zur Zentrale verloren. Hält uns nicht für Korn. Los, das Wrack ist weiter unten. Feindliche Dibis voraus! Das ist doch wie in den alten Zeiten. Ah. Pass auf, hier sind auch Verfolger! Alter. Das hätte mich fast umgehauen. Feind für sich selbst. Aua! Bin verwundet! Brauche Hilfe! Was killt denn mich hier?
Das sind Verfolger, kleine Kugeln. Mit denen hatten wir es auch in Teil 4 zu tun. Das ist ja der Grund, warum Teil 4 nicht so beliebt war. Das sind gerade mal 4 Jahre her, Mensch. Ja, ich wusste auch nicht mehr allzu viel von Teil 4. Kann ich dir empfehlen, der Games hat nochmal alle 4 Teile Review passieren lassen. Okay. Dem angucken. Der Rest vom Wrack muss hier drüben sein. Del, ungeöffnete Landungskapsel. Bürger, runter mit der Waffe! Warum greift er an? Er wurde nicht übernommen! Hat wohl die Verbindung zur Zentrale verloren, hält uns nicht für Korn. Los, das Wrack ist weiter unten. Immer eine Granate. Rutscht dich bis ganz runter. Naja, guck mal, nicht wissen, dass da war mal 120.000 Gegner sind. Da, Dibis! Wenigstens sind sie keine Alteisen! Granatenwurf! Wow. Stören Sie nicht den Frieden! Ja, das links. Die Dinger kommen natürlich erst, wenn du unten bist, ne? Du musst vorher drauf schießen, damit sie kaputt gehen. Pass auf, komm. Wir sind auch Verfolger! Hier wäre eine Schrot ganz nützlich. Ich mochte die in Teil 4 schon nicht. Als sie ja mehr gegen Roboter gekämpft als gegen alles andere. Aber der mich jetzt bezogen, oder? Erfahrung gesucht. Eine böse Waffe. Bald meine Waffe. Okay, das sollten alle sein. Durchsuchen wir das Teil. Yep. Boah, aber jetzt, wo keine Gegner mehr sind, willst du mich verarschen? Nein, wow. Nicht alle! Nicht alle! Echt? Ein Kestrel? Ja, das hätte Markus ruhig mal erwähnen können! Du weißt, wie es läuft! Auf die Motoren! Oh. Anders weg! Ich bin getroffen! Ja, genau, natürlich. Deswegen habe ich mich da reingestellt. Wow, das war... Mehr! Hier, Alter, das ist hart. Wir sollten uns aufteilen. Ich bin getroffen! Das Ding ist immer richtig nervig. Ach komm. Jack, jetzt musst du uns wiederbeleben. Del, du packst das! Ist hinten irgendeine Waffe oder so? Kann da mal still bleiben.
erstmal weg. Er stürzt ab! Vorsicht, Vorsicht! Wem sagst du das? Durchsuchen wir jetzt das verdammte Wrack. Hier ist gerade ein Weg geöffnet, oder? Und das letzte Teil. Ultimatives Upgrade, Schlägertyp. Nahkampfschaden wird verdreifacht, während Stim wirkt. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Das ist ein Signalverstärker. Jack kann das gebrauchen. Das Ding hat einen Bipolartransistor. Ich rufe die Zeitung an. Ja, sag ihm, Jack Stim hat jetzt einen anständigen Boost. Das ist das Letzte, was es sonst so über Komponenten freischaltet. Cool. Wir haben einen Dreier. Tarnung kann man verbessern. Das Vorletzte bei Stim wäre auch noch ganz gut. Das wiederbeleben. Alles klar, dann sparen wir dafür. Und ab zurück zum Skiff. Da lang, glaube ich. Weißt du, woran ich dauernd denke? An den Tag, als wir in dein Dorf kamen. Ich dachte, meine Mutter bringt euch beide um. Du warst die Erste dort, die uns akzeptiert hat. Danke nochmal. Tja, ich war froh, neue Gesichter zu sehen. Unglaublich, dass wir nach all dem jetzt hier sind. Und es gibt keinen, mit dem ich lieber hier wäre. Fast übersehen. Näher parken. Beschwer dich beim Fahrer. Ja, hab ich gerade was gesehen. Drüben ist auch so eine Flagge. Kate, da drüben! Da ist noch ein Sturmbohrer-Standort! Okay, sehen wir uns um. Oh, pack doch näher, ey. Naja, und ich komme mir gerade ein bisschen Borderlands-mäßig vor hier. Er meinte, die Sturmbohrer rammen einen in die Erde. Laut ihm ist damals einiges schiefgelaufen. Nächsten Freitag ist es soweit. Ich weiß eh jetzt schon, welchen Charakter du nimmst. Keine Ahnung. Ich weiß es schon. Ja, das ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Siehst du schon, dass ein Kampffeld hier aufgebaut ist? Quatsch. Alles klar. Nur noch ein Kühltechnik-Teil und Jack wird aufgemotzt. Ich finde Jack eigentlich ganz gut, so wie er ist. Ey, lass Jack doch mal sein Potenzial entfalten. Er würde sich gerade gefunden, das Kühlteil. Nein, das war das Stim. Okay, also war das. Okay. Lancer mit Kettensäge. Ich finde meine eigentlich ganz geil, nur ich finde die drei Raketen immer so selten. Hier ist ein Grindlift. Nimmst du hier deinen Boomshot? Ja, ich habe jetzt Kettensäge mitgenommen. Oh, was? Wo ist ein Boomshot? Können wir Scharfschützengewehr machen? Die sind aber echt stark, wenn man den Kopf trifft. Und da oben ist auch noch eins. Hab sie. Munition. Denk mal, wenn ich das hier aufmache, könnte es losgehen. Denke ich auch mal. Scheiße, Schwarm! Ja, wie auf Kommando. Ach, komm. Halt sie auf! Warum mit Schwarm? Wo denn? Na, die ist Schwarm. Ich dachte, er meint jetzt die. Fliegedinger. Das kann auch noch kommen. Der ist tot! Feind abgeschaltet!
keine Munition mehr. Und noch ein. Und jetzt springen! Natürlich! Warum auch nicht? Das hätte man mal früher wissen. Nervenschock! Oh, natürlich kommt der dann nicht. Jack, Blitz! Okay, alles sauber. Endlich. Mal sehen, was in dem Grindlift ist. Hol mir mal die Waffe. Nicht die Waffe aufheben. Meinst du Granate und so? Genau das brauche ich. Nee. So wird's klappen. Schrot mitgenommen. Granate lernst du nicht mehr. Wir liegen über eine normale Lanze rum. Hatten wir jetzt überhaupt was eingesammelt? Das Kühlsystem fehlt noch. So. Ja, das System ist abgemacht. Ich habe hier Waffen gefunden. Ich habe was gefunden. Ultimatives Upgrade Blitzeis. Friert Feinde ein und macht sie länger kampfunfähig. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Per Blitz. Mehr Kühltechnik. Mann, bin ich. Hey Jack, dein Blitz ist jetzt deutlich kälter. Also sparst du im Prinzip Komponenten, wenn du dir die Nebenmission machst. Okay, schnappt euch, was ihr braucht, bevor wir zum Skiff zurückkehren. Und jetzt haben wir die 8 für das Stem-Upgrade. Oder? Wer Gesundheit. Jake kann losgeschickt werden, um Truppenmitglieder am Boden wieder zu beleben. Kostet nur 7. Mach mal das Stim. Mach mal Stim, finde ich. Na, totes Stim aktivieren und dann lebst du wieder, ja? Cool. Theoretisch, ja. Na dann. Ausgang. Da. Dann nichts wie weg hier. Oh, doch Kavalier. Nur weil ich schwarz bin, muss ich hier also, die Mega-Arbeit machen. Wir jetzt nach diesem Labor oder was? Ich habe nichts gegen Umwege, solange du man gesagt. Auf dem Weg nützliche Dinge findet. Und das ist das, was du denkst. Stimmt. Meinst du hier alles, oder? Du lenkst. Ich navigiere. Komm mal hier noch in die Ecke, mal gucken, ob wir da noch was finden. Die verlorenen Nankens haben wir 1 und 3. Finden wir das? Jede Ecke ist noch dunkel. Tschüss. Warte mal. Ist das markiert, echt? Ich hab das da markiert. Daumen offen. Dann machst du meine Markierung weg. Markierte Maus. Das ist markiert. Also. Aber wir können da mal hinfahren. Da ist zwar nichts, aber gucken kann man ja mal.
mal praktisch, dass der Wind auch immer schön von hinten kommt, ja? Ja. Aber cooles Teil. Ein Radio fehlt. Wow. Üben ist noch eine Fahne im Ampeltasch. Bomber. Da, bei der Klippe, noch ein abgestürzter Kondor. Gut, lass uns noch einen Wrack durchsuchen. Klar. Aber beeilen wir uns. Die reagieren also darauf, dass du eine Nebenmission machst. Finde ich ganz cool. Die Trümmer sind ziemlich verteilt. Das Suchgebiet ist groß. Schar! Schar! Nein! Zwei Scharen! Ich hab's doch zweimal gesagt! Ist dein Ernst? Oh, Scheiße! Alteisen aus dem Kondor! Aufteilen! Gebt ihm mehrere Ziele! Hab sie! Hey. Verflucht sind das viele! Alter! Schlucken ganz schön, ja. Brandgranate! Brandgranate! Gibt ja richtig viel. Nee, ich kann sagen, oh Mann, ich bin getroffen! Aua. Danke, Mann. Ja. Ich schulde dir was. Ja, gut gemacht, Mann. Jack. Einer weg. Doch die Kettensäge mitnehmen sollen. Zieh dich! Ich sehe keine mehr. Ich gehe da, das ist der Schwarm natürlich. Chance zurück! Die zwei Stück, bei denen ich verarsche. Ah, das ist schon eklig. Jack, nicht benutzen! Von den großen Waffen hin. Perfekt! Bleib bloß und eine Schar erledigt! Er lootet erstmal, gell? Offen bleiben! Und das war die andere. Easy. Heilige Scheiße. Das war eine ganze Menge. So viel zum kurzen Boxenstopp. Dann suchen wir mal. Solange die Schar da ist, verwandelt sich jeder abgestürzte Kondor in eine verfluchte Alteisen. Hier wären die Waffen gewesen, die man braucht. Ich konnte Dibis auch so nie besonders leiden. Alter, da ist ein Ende vorbei. Gar nicht wahr. Ich habe darauf gewartet, dass er den Safe aufmacht. Todesmarkierung. 20% mehr Schaden der Gegner, die einen Impuls ausgesetzt worden. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Da hilft. Eine richtige Killermaschine, das Teil, Junge. Ja.
jetzt gerne noch eine okay. Sekundärmission abgeschlossen. Dann komm, zurück zum Skiff. Weißt wir haben hier als alle Nebenmissionen gemacht. Eisklippe, dann wenigstens mit Aussicht. Was immer dich. Ja, eigentlich sind noch die zwei verlorenen Nunkons. Okay. Warum nehme ich nur eins von drei? Ich hab meine Waffe verloren. Komm schon, hier hoch. Also, wieder hierher? Wenn nichts dazwischen kommt, was garantiert passiert. Gucken wir jetzt mal auf die Karte. So, hier in der Mitte können wir nochmal kurz durchfahren. Ansonsten hätten wir dann das Gebiet. Und noch die zwei Nebenmissionen. Hauptmissionen. Ich sehe hier nichts mehr. Nee. Fahren wir mal. Da wo wir eben waren. Nee, ist auch noch mal links. Man hätte ja auch mal eine Karte irgendwie in die Ecke oder so klopfen können. 14 von 35 Komponenten. 35? Ist mal eine Weile beschäftigt. Da ist noch eine Fahne. Na, da hat er dann. War da unten dann die Hauptmission. Ja. Genau. Da fahren wir hier nochmal. Deck mal das Gebiet hier noch auf. Nach rechts. Und dann machen wir erstmal rum den Funkturm. Wa? Oh Mann! Ganz oben im Norden. Panzer hier oder was? Der wird auf der Karte mit dem schwarzen Punkt okay. Markiert. Ja, tschüss. Gibt's hier was? Granaten, ja. Wow, das ist ein Sammelobjekt. Da war er noch jung. Nehmen wir ihn mit zum Skiff. Seltsame Vorstellung, dass Marcus, Cole und Barrett damals hier gekämpft haben. Ich wüsste ist das, gerne, dass das ja wohl Teil 2 gefahren bist? Wahrscheinlich nicht. Dafür sind wir allein hier. Das waren Sie nicht. So viel dazu. Ja. Wer weiß. Gut, dann jumpen wir da jetzt runter und dann fahren wir mal hoch. Wegen Coles Brief! Wie oft steht das Wort Baby darin? Gar nicht. Er schreibt seiner Mutter. Oh, wie süß. Warum hat er ihn nie abgeschickt? Tja, hier draußen gibt's nicht wirklich viele Briefkästen. Das ist ein sehr gutes Argument. Hab ich gesagt, Kämpfe finden immer an Orten statt. Niemals hier in der offenen Fahrwelt. Wie es aussieht. Das
ja auch kein Halo. Unbedingt neue Waffe. Warte mal. Ach so. Umspannwerk. Willst du es dir ansehen? Ja, das sollten wir. Was man hier Schönes. Drei haben wir jetzt insgesamt, gell? Ne, drei hast du aufgehoben. In einem Ding waren drei Stück, okay. Ja. Was wollten wir noch machen? Wiederbeleben, okay. Jack kann losgeschickt glaube, werden. Ja. Genau. Ist fertig. Wäre das jetzt auch ein ultimatives Sieh gewesen? Mal, bei der Tür. Nee. Eine Nachricht. Nur bei den aktiven Dingern gibt's die ultimativen. Achso. Lenas Notizen. Vor allem fehlen da noch drei. Die Noncons wurden auch hier angegriffen. Hier steht, Norsko wurde verkapselt. Also hat Lina ihn eingesperrt. Verdammt. Vom Regen in die Traufe. Hier steht, sie ging zu einem Funkturm. Südöstlich. Boomshot-Relikt. Wir müssen sie finden. Eine. Ist das für mich? Dankeschön. Wir können drei Sprengkörper ohne Nachladen abgefeuert werden. Alles klar. Hinten. Verdammt. Ich wette, Lina hat den Türcode. Das war's dann wohl. Okay. Auf zu diesem Turm. Los. Auf zum Turm. Ausdauer haben die hier, ja. Immer wenn man denkt, noch kälter geht. Die sind ja trainierte. Ich weiß. Wenn das hier vorbei ist, brauche ich Urlaub. Mach dir da mal keine Hoffnung. Elite-Soldaten. Urlaub. Ja, Urlaub wäre jetzt schön. Da wäre unser geheimnisvoller Turm. Gehen wir. Marcus, wir haben einen Turm gefunden. Sind auf dem Weg. Sagt Bescheid, was ihr findet. Ich warte. Gegner bestimmt. Okay. Ich hatte da eine Frage, bevor wir noch tiefer graben. Hat Rainer je was Verdächtiges getan? Ich meine, woher hatte sie dieses Amulett? Ich habe darüber nachgedacht. Sie hat mir vieles nie erzählt. Wie sie meinen Dad kennenlernte. Warum sie ihre eigene Mutter nicht kannte. Über ihren Vater hat sie nur gesagt, dass er schlecht war. Ich weiß, sie hatte eine schwere Kindheit. Aber woher sie kam... ist ein Rätsel. Sie hatte offenbar etwas zu verbergen. Aber was? Und wieso? Tja, ich hoffe, wir finden Antworten für dich. Ja, ich auch. Hey, Schwarm voraus! Geh in Deckung! Okay. Reichlich Schwarm auf dünnem Eis. Denkst du, was ich denke? Kannst du das Eis mit deinem Boomshot? Dafür muss ich Munition verballern, schieß einfach mit dem Maschinengewehr drauf. Oder ist nur noch eine Granate in dem? Lassen wir es krachen! Oh wow. Tja, sehr witzig.
Guck mal, das friert sofort wieder zu, Junge. Ne, wir müssen ja auch noch drüber. Könnt ihr uns aber auch wegschießen da drauf, hä? Okay, keine Ahnung. Oh, Scharfschütze. Scharfschütze. Oh, zu kalt für dich? Das ist zu geil mit dem Eis. Oh, wow. Ah, der Scharfschütze, der nervt. Jack, Impuls! Mach. Komm von der linken Flanke. Ha! Das ist geil! Nein. Genau was ich brauche! Jetzt! Was war der letzte? Nur noch auf diesen Eis. Ich hatte irgendwie gehofft, hier oben wär's zu kalt für den Schwarm. Tja, laut Marcus war Kadar die Locust-Zentrale. Vielleicht zieht sie irgendwas an. Na los, wir müssen den Turm erreichen. Das war echt nett. Das ist ein nettes Los, Game. Ich helf dir hoch. Du hast mich umgebracht. Du. Mich umgebracht. Ich kann dir noch trauen. Das war jetzt hier ungenannt gesagt, du hast mich umgebracht. Sorry, war kurz abgelenkt. Guck mal da. Mann, noch ein Kondor. Okay, sehen wir uns das Ding an. Muni. Jack, kannst du den Safe öffnen? Warte, man kriegt immer eins, wenn man eins aufhebt. Das war's dann. Nee, los, wir sollten hier verschwinden. Wieder drei. Oh, ich hätte hier drin mit mehr DBs gerechnet. Overkill bin ich voll. War der Flieger nicht voll? Oder sie sind losgezogen. Beinahe am Turm. Na los. Ich schätze, wir haben die Ladung des Kondors gefunden. Ausschalten! Auch noch eine Bastion! Ganz schönes Eis! Ich liebe dieses Eis. Du musst jetzt die Drohne daneben kaputt schießen. Na, ich weiß. Dass du auf den schießen würdest. Nein, nein. Oh. Zeit zu schwimmen! Okay. Geht's mal hier rüber. Zerstöre die Bastion! Schon.
Jack, Blitz! Na. Hab den Großen erwischt! Wow. Alles klar, Teich gesichert. Mann, wie ich verseuchte Beschützer hasse. Komm schon, gehen wir zu dem Turm. Nächstes Mal müssen wir den mal früher einhelfen. Klappt ja nicht immer. Ich hab das ein Auge gemacht bei dem einen, der ist nicht eingefroren. Okay. Meinen Soldaten. Guck mal nach oben. Oh Mann, hier ist noch ein Aufseher! Die Munition fast am Arsch ist. Ich bin gegen Eis. Dings benutzen. Yep. Was ist denn hier? Hinter dir ist aber nicht dran. Stim? Helf mir hoch! Stim? Na, ich muss erstmal aussehen. Gut gemacht, Jack! Ich muss erstmal aussehen, wenn er Dings ausgewählt war. Ja, das Impulsdingens. Hat er mich wieder gefinisht. Das war nicht nett. Ich werde gleich ändern, hol die Munition. Scheiße, noch ein Aufseher! Jack, blöd! Ja, oh, er nimmt die Waffe. Nett! Ja, tut mir Zeit verschafft. Alter, mach doch mal nicht so Stress, Kollege. Ich weiß nicht so recht, wo wir sind, und ich bin im Allgemeinen etwas verwirrt darüber, was wir hier tun, aber... Ja, alles okay. Nicht unbedingt. Was zum Geier treibt dein Aufseher denn hier mitten im Nirgendwo? Nichts Gutes. Nee, ich will die Ember mal mitnehmen. Hast du die jetzt genommen? Nee. Ich hab keine Munition genommen. So wird's klappen. Nee, die Ember meine ich. Nee. Na gut, finden wir heraus, ob die Sache mit dem Turm funktioniert. Mann, ich hoffe echt, dass wir nicht umsonst hergekommen. Da. Okay, klar. Wir sind wieder. Ja. Der guckt uns natürlich genau an. Komm mal her, komm mal hier runter. Komm mal her.
Denk mal, wir können uns hier hochheben. Oder? Nee, kann man nicht, schade. Schade. Aber hier kann man durch eine Tür. Eventuell. Oder ich will jetzt hier looten. Fand ich auch. Okay, sie sind außer Betrieb. Wie viele DBs hatte der Kondor denn an Bord? Oh, hier ist ein... Immer eins nach dem anderen. Hier liegt eine Waffe. Granatlocker, ah, jawohl. Jack, bring! Können wir upgraden, oder? Na, 8 Stück. Was machen wir da jetzt? Was war hier das? Impuls spürt auch Waffen und Munition auf. Wollen wir das machen? Na ja. Haben wir als erste. Nee, zweite schon komplett fertig. Wollen wir mal austesten? Impuls. Jack, Impuls! Komm nicht mal näher. Ah, jetzt siehst du es hier in Gelb. Hm. Hilf mir beim Aufmachen! Wow! Lass mal den Venom wegdrängen. Alles klar. Wir sind drin. Ja. Und jetzt zu den Nachrichtendaten der Konsole. Mal den Impulschen machen. Der müsste jetzt auch hier die Komponenten uns anzeigen, das wird. Los, Jack! Erstmal Update laden. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Okay, das ist nicht ideal. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. Okay, ich muss nach einem Übertragungssignal scannen, das zu dem aus Nuho passt. Oh, da siehst du schon, was wir abgeschlossen haben mit den Häkchen drin. Hm. Da gerade was? Ja. Okay. Ich sehe nur auf dem Bildschirm, dass du irgendwelche Regler verschiebst. Na bitte, ein passendes Signal kommt von einem Turm im Südosten. Können wir mit diesen Daten das Labor finden? Hm, noch du hast nicht. Da auf der Karte irgendwas angezeigt, wo noch kein Häkchen war. Was meinst du? Na, das ist wohl der andere Turm. Hier, wir Markus? Nee, war da oben in der Mitte. Verschwinden wir von hier. War ein Symbol, was noch kein Häkchen drin hatte. Hab ich zumindest so gesehen. Kannst du das nochmal verschieben? Nee, gell? Nee. Los, Jack. Da siehst du das da? Da, wo das Fragezeichen ist. Mal, geh du mal dran. Mal, geh du einfach dran. Na bitte, ein passendes Signal kommt von einem Turm im Südosten. Können wir mit diesen Daten das Labor finden? Hm, also, das noch ist nicht. Gar nicht. Wir brauchen noch einen weiteren Turm für die Suche. Was meinst du? Das hier meine ich. Informieren wir Markus? Da ist kein Häkchen drin. Ich rufe ihn vom Skiff aus an. Bei mir sind bei den anderen auch keine Häkchen drin, da haben wir Fragezeichen. Echt? Bei mir sind da überall Häkchen drin. Ne, bei mir sind da überall Fragezeichen drin. Bei mir ist nur das hier ein Fragezeichen. Müssen wir uns mal merken, das ist oben im Norden. Bei dieser komischen C-Insel. Hm.
Okay. Dann mal wieder mit Skiff fahren. Jetzt steht ich schon immer mit dem Weg. Jack, das Schloss. Ich will nicht stecken, benutzen will, stehst du mit mir im Weg. Na, weil Jack mein Spielzeug ist. Da fühle ich mich gleich. Wichtig, ein Hallo. Auch kein Mensch. Ein Spektralwandler. Eine Fähigkeit gefunden. Tarnung. Ach, kannst du uns mal machen. Jawohl. Alles klar. Wieder was zum Upgraden. Was macht denn der? Truppenglieder bewegen sich gar getarnt 15% schneller. Getarnte Kills verlängern die Dauer der Tarnung. Tarnung lädt sich 15% schneller wieder auf. Tarnung bleibt für die gesamte Dauer bestehen, auch beim Schießen. What? Ich glaube, das muss ich gleich benutzen, das Tarnung. Gut möglich. Oh. Wir sind Scharfschützen. Anlesen. Sieh mal, Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Dann wollen wir mal. Ist aber alles spät klar. Losgelaufen. Ein Problem weniger. Ich hab was drauf gecheckt, dass zum. Weil da stand, dass nur der Spieler, der Jack steuert, unsichtbar wird. Deswegen dachte ich erst, dass nur du unsichtbar wirst. Nee, nee, wir haben ja beide die Fähigkeiten. Achtung, Scharfschützen! Wenn wir uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten! Wenn wir Waffe aus! Wow. Okay. Machen wir sie fertig! Das hält viel zu kurz. Boah. Ich schon nicht am Baum. Jetzt bist du aber nur du komischerweise unsichtbar. Vielleicht fahren wir noch zu weit auseinander. Okay, wir haben alle. Und jetzt den Hügel runter und zurück zum Skiff. Möglich. Wir müssen zurück zum allerersten Turm. Ja, und danach suchen wir deine... Wir waren noch nicht beim allerersten Turm. Ja. Wenn wir da gleich hingegangen, hätten wir, glaube ich, gar nicht hierhin brauchen müssen. Lass mal reinspringen. Na, spring mal rein. Nee. Stell dich mal selbst, komm. Hör mal, nee. Ich muss das schon nochmal machen. Hab ich keine Lust. Wenn du deine Antworten hast. Ja. Was dann? Ich meine, wie geht's dann weiter? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß, du bist nicht gerade begeistert von der Crew. Hey, wenn du dir Sorgen machst, dass ich weglaufe. Dass du abhaust, macht mir keine Sorgen. Nein? Tja, vielleicht solltest du das. Zumindest ein wenig. Oh, großartig. Ort abgeschlossen. Steht bei mir, glaube ich, stand bei mir gar nicht da, glaube ich. Jetzt wenn wir das Skiff erreichen, sagen wir Markus, was wir machen. Okay. Aber nicht, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein mit der zweiten Session zu Gears 5. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Doomsday und der Venom. Haut rein. Wenn du weggehen würdest, wohin würdest du gehen? Venom darf auch sich verabschieden. Vor oder nach dem Schwarm und sein muss. Ciao, ciao. Haut rein. Mit Strand.